Dieses Video endet erst, wenn der FC Bayern München endlich mal wieder nicht deutscher Meister ist. Der FC Bayern München ist mit 33 gewonnenen Meisterschaften mit Abstand deutscher Rekordmeister. Zuletzt gewannen sie die Schale gleich 11-mal in Folge, doch heute nimmt das ein Ende. Wir gehen direkt rein in die erste Saison und natürlich finden wir die Bayern ganz oben. Leipzig und Dortmund aber nur 4 Punkte dahinter, doch bereits in der nächsten Saison bauen die Bayern ihren Vorsprung deutlich aus. Bauen die Bayern natürlich. Vizemeister hier, der VfL Wolfsburg, der HSV steigt nach einem Jahr Bundesliga direkt wieder ab. 2025 das Bild ziemlich ähnlich, doch der Vorsprung der Bayern wächst und wächst. 20 Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg, bis wir hier einen neuen Meister finden, wird es wohl noch etwas dauern. Im Community-Tab habe ich euch vorab abstimmen lassen, was ihr denkt, wann wir das erste Mal einen neuen Meister sehen werden, und die meisten von euch waren tatsächlich ziemlich optimistisch. Schauen wir doch direkt mal, ob die Mehrheit von euch recht behalten sollte. 2026 sind es wieder die Bayern, doch die Dosen nähern sich der Spitze wie ein aufbrausendes Red Bull, das die Energiereserven der Bayern herausfordert. Was? Okay, das hat ChatGPT geschrieben. Dahinter übrigens Mainz auf Platz 3, Sandro Schwarz lieferte hier eine absolute Meisterleistung. 2027 sind es die Bayern vor Gladbach und Dortmund, 2028 der FCB, ganz knapp mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem BVB an der Spitze, doch das lassen sie nicht nochmal mit sich machen. Tuchel tritt zurück, wird neuer DFB-Trainer als Nachfolger von André Breitenreiter und Ex-DFB-Coach Julian Nagelsmann feiert sein Comeback beim Rekordmeister. In seiner Debütsaison macht er dann auch kurzen Prozess mit der gesamten Liga. Mit 16 Punkten Vorsprung führt er die Bayern zum mittlerweile bereits 17. Titel in Folge. Mit der nächsten Saison 2029-30 ist dann auch schon bereits der Großteil von euch raus. Denn wieder wird Meister der FC Bayern München. Thomas Tuchel tütet währenddessen bei der WM 2030, die übrigens auf 3 verschiedenen Kontinenten gespielt wird, das Klima bedankt sich, liebe FIFA, den 5. Weltmeistertitel für Deutschland ein. Das dabei übrigens unsere Elf, die sieht doch schon echt ziemlich vielversprechend aus. Im Finale schlagen wir Kroatien mit 3:1. Aber zurück zur Bundesliga. Ganz schön traurig, um ehrlich zu sein, dass wir bis 2030 noch keinen anderen deutschen Meister als die Bayern gesehen haben. Und so war es auch in der Saison 2030-31. Holten sich ihren 20. Bundesliga-Titel in Folge und gewann 2032 erneut. Was auch sonst. Wie ihr merkt, ist dieses Video deutlich kürzer gestaltet als die anderen. Schreibt gerne einmal in die Kommentare, ob ihr den Stil so gut findet oder ob ich es lieber detaillierter angehen soll. Falls ihr übrigens nochmal selbst in den Safe reinschauen wollt, habt ihr als Kanalmitglied von mir über meinen Community Discord die Chance dazu. Um weiterhin aktiv Videos für euch bringen zu können, würde mich das wirklich extrem unterstützen, aber auch ein Like, Kommentar oder Abo würde mich extrem freuen. 2033, 34... 35 und 36 machen es wieder die Bayern. Doch langsam entwickelt sich in Deutschlands Hauptstadt eine neue Macht, Hertha BSC. Der Hauptstadtklub ist längst zurück in der Bundesliga, hat Union Berlin einfach im Schatten stehen lassen und landete bereits 2035 auf dem 2. Platz. 2034 standen sie bereits im Europa League-Finale gegen Liverpool, verloren das zwar leider, doch über den 4. Platz in der Saison 2035-36 qualifizierten sie sich für die Champions League. Im neuen Ligenkonzept landeten sie auf Platz 10 und qualifizierten sich damit für die Zwischenrunde. Dort ging es gegen Porto und sie zogen weiter. Im Achtelfinale kickten sie erst nach Hin- und Rückspiel den großen FC Barcelona aus der CL und im Viertelfinale dann auch noch die Königlichen aus Madrid im Elfmeterschießen. Im Halbfinale setzten sie sich dann gegen die nächste portugiesische Mannschaft durch und standen damit im Champions League Finale gegen den FC Chelsea. Und sie holten den Henkelpott mit einem 2:0 Sieg. Alle Hertha-Fans und diejenigen von euch, die für die 2030er Jahre abgestimmt haben, freuen sich jetzt wahrscheinlich. Doch in der Bundesliga werden sie nur Zweiter. Vorne natürlich wieder die Bayern und damit geht unser Experiment weiter. Auch in der nächsten Saison schafft es die Hertha nicht am Rekordmeister vorbei. 2039 die Bayern weiterhin ganz oben und auch 2040 schafft es weder die Hertha noch das doppelte Vizekusen an den Bayern vorbeizuziehen. Auch in den 2030er Jahren ändert sich an der Spitze der Bundesliga also absolut gar nichts. Um euch einmal kurz zu vermitteln, wie weit wir hier bereits fortgeschritten sind, gibt es von mir ein kleines Best-of.
Klar, Bayern-Trainer ist immer noch Julian Nagelsmann, der mit 12 Titeln in Folge jetzt schon selbst mehr Titel in Folge gewonnen hat, als der ganze FC Bayern unter 9 verschiedenen Trainern von 2012 bis 2023. Aber es geht noch verrückter. In der Bundesliga finden wir gleich 3 neue Stadien. Den Ulf-Kirsten-Park in Leverkusen, keine Ahnung, wo die den noch hinstellen wollen, Mainz 05 kickt in der Jürgen-Klopp-Arena, der seine Trainerkarriere bereits beendet hat, und der VfL Wolfsburg denkt zurück an glorreiche Zeiten, in denen sie seit 2029 im Edin-Dzeko-Stadion spielen. Zur Meistersaison des VfL 2009 habe ich übrigens mal selbst ein Video gemacht. Ich verlinke euch das einfach mal oben rechts in der Infobox. Schalke und der HSV befinden sich nach einigen Auf und Abs, naja, beim HSV dann doch eher nur Abs, erneut in Liga 2. Und der S04 spielt nicht mal mehr in der Felddienst-Arena. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Jedenfalls heißt ihr Stadion jetzt nur noch FC Schalke 04 Stadion. Sehr kreativ auf jeden Fall. Dafür hat es aber sagenhafte 80.838 Plätze. Viel spannender aber die Trainer in der Bundesliga. Vincent Kompany beim BVB, Ruud van Nistelrooy bei der anderen Borussia, Konzernlegende Emil Forsberg trainiert die Dosen, aber jetzt kommt's. Harry Kane spielt bis 2030 beim FC Bayern, heuert dann 7 Jahre später als Coach in Köln an und wird bereits wieder ein Jahr später Trainer von Union Berlin. Verrückt, doch einen habe ich noch. Kylian Mbappé spielt bis 2036 bei PSG, wird seinen Erwartungen nie wirklich gerecht, beendet seine Karriere und wird dann Trainer von Bochum. Ja, richtig gehört, Mbappé erreicht dann sogar mit ihnen einen soliden 12. Platz und übernimmt zur neuen Saison 2040-41 den SV Werder Bremen. Und in dieser Saison sollte es plötzlich soweit sein. Ausgerechnet Bayern 04 Leverkusen durchkreuzt mit Coach Eddie Howe die Chance auf 30 Bayern-Titel in Folge, setzt dem Vizekusenfluch im Ulf-Kirsten-Park mit einem deutlichen Abstand ein Ende und beendet somit auch das Video. Nur die wenigsten von euch haben auf die 2040er Jahre getippt und bis zum Zeitpunkt der Aufnahme hier erriet auch niemand von euch die korrekte Saison 2040-41. Auch nur 3 von euch nannten überhaupt Leverkusen als Meister und ich frage mich, wie lange es eigentlich dauern würde, bis der FC Bayern nicht mehr nur das erste Mal nicht deutscher Meister ist, sondern nicht mehr Rekordmeister ist. Soll ich das auch mal simulieren? Würde wahrscheinlich ziemlich lange dauern und meinen PC komplett zum Explodieren bringen, aber schreibt's auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch ein anderes Experiment sehen wollt, empfehle ich euch links die Bundesliga, aber mit den verrücktesten Taktiken überhaupt. Und damit bis zum nächsten Mal.